Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Ultramodded. Beim letzten Mal haben wir dank der Link Smash Bros. Amiibo dieses wunderschöne Pferd bekommen. Es müsste Epona sein, ich bin mir gar nicht sicher. Und nun gehen wir weiter unseren Weg Richtung Norden. Irgendwo hier oder sogar noch weiter oben müsste der Lufttitan auf uns warten. Ne? Und um dahin zu kommen, müssen wir, denke ich, über diese Brücke da oben gehen. Das Pferd wird mir da nicht helfen, ne? Denn hier muss ich diese Felswand erklimmen. Und ihr habt mir beim letzten Mal in die Kommentare geschrieben, was mir gar nicht aufgefallen ist, dass die Mitnahmaske, die wir hier tragen, nicht nur den Schaden reduziert, den wir von antiken Waffen und Gegnern bekommen, sondern er erhöht sogar auch den Schaden, den wir antiken Gegnern machen. Sollten wir es also demnächst mal wieder mit irgendwelchen Wächtern, egal ob groß oder klein, zu tun bekommen, denn beim letzten Mal sind wir an einem Schrein relativ kläglich gescheitert, weil wir einfach von den Wächtern so zerstört wurden, weil die so viel stärker geworden sind, haben wir jetzt ein Mittel, um es mit diesen Wächtern aufzunehmen. Und man muss auch sagen, die Mitnahmaske sieht einfach verdammt cool aus. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Wir haben, glaube ich, das Amiibo-Symbol schon ausgewählt. Ja, was die heutige Amiibo so bringt, wenn wir sie scannen. Und zwar scannen wir heute Ganondorf in der Super Smash Bros. Version. Wir bekommen ein paar Fässer, die ich einfach mal zertrümmern werde mit der verrosteten Hellebarde. Okay, da ist ein bisschen Cash drin. Pfeile kann man immer gebrauchen. Da auch nur Cash. Okay. Cash und Pfeile nehme ich gern mit. Aber das Wichtige ist natürlich immer das, was hier in der Truhe drin ist. Und hier ist das Schwert der Weisen. In einer Welt, in der ein Held gegen Schatten kämpfte, erschufen 6 Weise dieses Schwert, um den Dämonenkönig zu versiegeln. Seine Klinge leuchtet weihevoll. Oh mein Gott, das ist das Schwert, das muss ich fotografieren. Mit dem in Twilight Princess Ganondorf umgebracht wurde. Oha. Crazy. Das wusste ich nicht, dass es dieses Schwert überhaupt gibt. Und ich glaube, das können wir auch gar nicht fotografieren. Weil es eine Amiibo-Waffe ist. Oh mein Gott. Aber was bringt die Funktion Gnadenstoß? Von der höre ich zum ersten Mal. Sehen wir leider nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn der Gegner wenig Leben hat, dass wir deutlich mehr Damage machen. Quasi, dass der letzte Schlag mehr Damage macht. Ich weiß es nicht. Aber episch sieht es alle Male aus. So, und hier ist auch die Yardbrücke. Sehr schön. Gerade solche Orte müssen wir immer bereisen. Diese ganzen Brücken betreten. Und da vorne ist... Da vorne ist Cass. Und hier wurde die Song of Storms Musik eingefügt, die er spielt. Uff. Und oh mein Gott, es wird einfach immer dunkler. Ich könnte ewig hier stehen und ihm zuhören. Oh mein Gott. Ja, doch, passt. Oh. Hä? Verzeih mir, ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es war das Letzte, das er mich gelehrt hat, bevor er von uns gegangen ist. Das da, an deiner Hüfte. Oh, es tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Bist du ein Vogel? Hast du noch nie einen Orni zuvor getroffen? Komisch. Mein Name ist Cass. Als ein Barde verbringe ich sehr, sehr viel Zeit, indem ich einfach durch das Land reise, auf der Suche nach alten Liedern. Hast du von den alten Liedern schon gehört? Nope. Oh. Alte Lieder. Lieder, die Helden anpreisen, damals in der Zeit, als Ganondorf alle umgebracht hat. Ich kenne einen Song über diesen Ort hier. Willst du ihn hören? Oh. Alles klar. Oh mein Gott, die Musik. Das ist ein richtiger
Das ist ein richtiger Gänsehautmoment. Ein Pfeil, zwei Ringe. Wir müssen einfach mit einem Pfeil durch zwei dieser Ringe feuern. Gleichzeitig. Das müssten wir eigentlich auch gut hinbekommen. Oh no, der hat mich jetzt echt erwischt. Frisst die Twilight Princess Klinge, kann ich da nur sagen. Okay, ich meine sogar noch zu wissen, wo das grob war. Ihr seht schon, wir haben hier überall so Steine mit Ringen. Und zwei sind so aufgestellt, dass man die Pfeile parallel da durchfeuern kann. So, jetzt lass mich mal gucken. Ich weiß noch grob, wo das war. Aber nicht mehr zu 100%. Moment mal, geht das von hier? Lass mich das mal nachgucken, ne? Die beiden könnten es sein. Man muss natürlich zwei Steine suchen, die quasi einfach gegenüber voneinander aufgestellt wurden. Aber, nee, ich glaube, der ist es nicht. Nee, der ist es nicht. Okay. Dann schaue ich mal anders. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir währenddessen uns den Song of Storms anhören können, wie er von Cass performt wird, dann sage ich nicht nein. Und what? Hier sind drei Slimes. Ernsthaft? Ja, okay. Aber hier oben kommen die nicht an mich ran. Ich denke, das könnte funktionieren. Okay, ich glaube, es funktioniert nicht. Oder? Das war's, oder? Oh, schießt der nicht weit genug? Moment. Das geht safe. Oh, das war zu weit oben. Das war auch zu weit oben. Oh no, das geht safe von hier. Das war ein bisschen zu kurz. Mir gehen gleich die Pfeile aus. Darf das von hier nicht funktionieren? Das war safe zu hoch. Das war auch zu hoch. Holy shit. Also es geht 100 pro. Der Schuss ist nur etwas, sagen wir mal, präzise. Ah, aber wir können zumindest einen Teil unserer Pfeile wieder einsammeln. Was recht chillig ist. Da müssen wir nicht alles von vorne, da müssen wir nicht alle Pfeile von vorne einsammeln. So, aber das geht doch safe, oder? Aber vielleicht gibt es noch irgendwo einen Ort, der einfacher ist. Ich muss sagen, ich habe das Rätsel einmal und nie wieder gemacht. Gar nicht so einfach. Wenn ich hier hingucke, da treffe ich da drüben nicht hin. Da ist nichts. Ist da oben was? Nein, auch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Es gibt doch gar nicht mal so viele. Dann können die doch auch nicht so schwer zu finden sein. Also, die Variante, die ich hatte, war, glaube ich, gar nicht so bad. Also, das würde auf jeden Fall gehen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr präziser Schuss. Ha, hier. Der ist es. Okay, ein bisschen höher noch. Okay, wartet mal. Ich nehme den hier. Ja. Okay. So einfach kann es sein. Oh, damn. Damn dies. Oh yeah. Und da ist der Schrein, den wir brauchen. Für den wir das Ganze getan haben. Der Shidagozu-Schrein. Okay. Die Schreine sind immer noch das Coolste und wie gesagt, wir können die Schreine auch sehr gut gebrauchen. Zum einen als Checkpoints, dass wir schnell durch die Welt kommen, vor allem wenn es dann darum geht, Crocs einzusammeln. Aber natürlich auch einfach, weil wir die Abzeichen des Helden brauchen, ne? Querdenker heißt dieser Ort. Und ich bin mir sicher, dass es hier unten eine Truhe gibt. Moment. Natürlich. Die will ich natürlich haben. Uff. Ein Elektro-Großschwert mit 38 Damage.
Da lasse ich doch einfach mal meine rostige Hellebarde hier auf ganz entspannter Basis liegen. Und nehme dafür ein 38er Elektro-Großschwert mit. So, ich muss mich beeilen. Kann man das aktivieren, ohne es zu verpassen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich wüsste jetzt hier keine Wahl. Okay, warte mal. Wir können schon mal schauen. Wir haben hier, okay, hier werden wahrscheinlich 2 Kugeln gedroppt. Und wir müssen wahrscheinlich dafür sorgen, dass halt natürlich die Kugeln jeweils auf die eine oder andere Seite kommen. Und dafür müssen wir irgendwie die Wippen beeinflussen. Entweder mit dem Stasis-Modul oder mit den beiden Knöpfen, die wir da oben haben. Das werden wir noch herausfinden, ne? So. Fährst du wieder zurück? Sehr gut. Jetzt können wir uns das Rätsel mal ein bisschen genauer angucken, ne? Wo haben wir Einfluss drauf? Naja, wahrscheinlich auf diese Plattform hier, weil die so ein bisschen blau leuchtet. Also die, die jetzt direkt zentral vor uns ist. Und auf die hier oben. Ich weiß noch nicht, in welcher Art und Weise. Aber die beiden Knöpfe werden damit zu tun haben. Und ich aktiviere einfach mal diesen hier. Ah. Okay. Damit kriegen wir schon mal eine Kugel auf die eine Seite. Das hat funktioniert. So, und der wird alle in die andere Richtung tun. Moment. Muss ich wahrscheinlich so machen. Dann so. Und dann so. Jo, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das Rätsel haben wir relativ fix und problemlos gelöst. Okay. Bei der einen Kugel muss man einfach gar nichts tun und bei der anderen ein bisschen hin und her laufen, ne? Aber definitiv eine machbare Sache. So, ich schau mal eben, ob hier sich noch irgendwo eine Truhe oder so versteckt. Aber Moment mal, das können wir auch einfach checken. Ob wir das Truhensymbol haben, haben wir, alles klar. Wir haben keine Truhe mehr verpasst. Sehr schön. Einfach verdientes Heldenabzeichen. Was wir sehr gut benötigen können. Dankeschön. Übrigens, das ist das Zeichen der Bewährung und nicht Heldenabzeichen. Entschuldigt mein falsches Verwenden von Fachbegriffen. Ich als zertifizierter Nintendo-YouTuber sollte das natürlich wissen. Okay. Gut. Und du kommst jetzt in meine Tasche und wir gehen weiter. Es hat in der Zwischenzeit angefangen zu regnen. Ist Cass noch da? Ich weiß es nicht. Aber hier spielt auch noch andere schöne Musik, die natürlich auch custom ist. Sehr, sehr traurig und düster fast schon. Findet ihr auch? Aber trotzdem sehr, sehr schön. Diese Musikmod ist eine ganz, 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 ganz feine Sache. Habe ich den? Yes, sehr schön. Gerade so Schmetterlinge sind, glaube ich, ultra schwer zu fotografieren. Immer schön, da einen zu erwischen. So, hier sind sehr, sehr viele Äpfel. Moment mal, diese Rätsel kenne ich. Da müssen wir dafür sorgen, dass überall die gleiche Anzahl Äpfel hängt. Okay, nur den hier vorne darf ich nicht pflücken. So, und ich glaube, den kann man auch mit Pfeil und Bogen runterschießen. Yes. What? Das war noch nicht das Rätsels Lösung. Ah, da hängt noch ein anderer. Okay. Machen wir das mal eben. Ganz fix. Juhu! Hello, my boy. Wie geht's dir? Yay, du hast mich entdeckt, Mann. Ja, ich weiß, weil ich gut bin. Gut, und da ist sogar auch der Pfeil mit dem Apfel. Das Schöne ist, dass der Pfeil im Apfel stecken bleibt. Dementsprechend kann ich den Pfeil nicht mal verlieren. So, das sieht mir hier alles fast ein bisschen zu idyllisch aus. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier, was weiß ich, irgendwelche Bossgegner oder so sind. Uff, ein Schwertling. Ein Pilz, der meinen Angriff boostet. Den nehmen wir gerne mit, genauso wie ein Schwertbarsch oder Schwertbananen. Ne, alles angriffsboostende Gegenstände. Und da vorne ist ein Bockblendlager. Okay. Wir haben es ja nur für Herzen, also wir sind wirklich immer noch alles andere als Kampfmaschinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind das... Sag nicht, dass sie mich gesehen haben. Nein, können sie nicht. Sind das schwarze Moblins? Das sind schwarze Moblins. Die werde ich nie im Leben killen. Okay. Um diesen Ort machen wir einen ganz, ganz großen Bogen. Hier werde ich einfach nur sterben. Allgemein. Also, schwarze Bockblins kriege ich vielleicht gerade noch so down. Die schwarzen sind ja mit Abstand die stärksten, ne? Aber 4 schwarze Moblins nie im Leben... Habe ich hier
irgendeine Form von Chance. Aber hier sind noch weiter diese Schwertlinge. Die sind verdammt gut. Aus denen lassen sich wirklich sehr, sehr... Aua! Der hat mir einfach 4,5 Damage gemacht. 3,5. What the hell? Was ist mit dir los? Ich habe zwar hier überall noch den Kühleffekt drauf, aber was soll's. So, aber dadurch, dass die sich aufteilen... Oh, lol. Ich habe gerade mit einem Schlag den Baum gefällt. Uhuf! Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah! Und ich glaube, hier haben wir jetzt gerade diesen Gnadenstoßeffekt bekommen. Die sind auf jeden Fall mit einem anderen Sound explodiert, als alle Slimes, die ich davor gekillt habe. Höchst interessant. Wahrlich, wahrlich, höchst interessant. Die sind drüber Eicheln, die lassen sich auch alle gut zum Kochen verwenden. Und da unten ein Lager von ein paar Menschen. Hier ist auch dieses riesige Pilzbiom, wo auch dieses Gewitter wütet. Da schauen wir gleich nochmal, was da abgeht. Da vorne sind Pferde. So. Lol. Hier wird gerade einer angegriffen. Und das ist... Nee, das ist ein blauer, glaube ich, oder? Ist das ein blauer oder ein schwarzer? Ich erkenne es nicht in der Dunkelheit, aber ich glaube, das ist ein blauer gewesen. Ein schwarzer hätte nicht so viel Damage bekommen. So. Hör auf, den Dude anzugreifen. Oh, das sah irgendwie einfacher aus, als ich dachte. Oh, ich sollte dir irgendwie danken. Monster-Essenz. What? Dieses dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Mischt man es unter andere Zutaten, soll es ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. So, du fragst dich sicher, was das ist. Es ist ein Monsterextrakt. Ein Typ namens Kilton, ne, braut das. Bei Fang and Bone. Es ist eine Art Geschmacksstoff, was dafür sorgt, dass jedes Essen richtig geil schmeckt. Ich weiß, es ist aus Monstern, aber es ist geiler Stoff. Aber da gibt es auch ein paar richtig weirde Geschichten, die über Kilton so rumgehen. Manche sagen, er ist richtig versessen von Monstern. Besessen von Monstern. Er macht wohl richtig, richtig verrückte Experimente und Nachforschungen und hat dabei ziemlich crazy Stuff entwickelt, als er sich mit Monstern beschäftigt hat. Irgendwann will ich ihn treffen und schauen, ob all die Gerüchte stimmen, aber es ist ein Typ, der ziemlich schwer zu finden ist. Einer Quelle, die ich vertraue, sagt, dass man ihn oft an einem wie ein Totenkopf geformten See in Akalla findet, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. An einem wie ein Totenkopf geformter See in Akalla. Okay, in Akalla war ja, glaube ich, auch dieses zweite Labor, was wir noch besuchen mussten. Ne? Ein Labor ist ja in Hateno, da waren wir ja schon. Und das andere sollte ja in Alcala sein, oder Akalla. Das werden wir dann gleich mal herausfinden. Ne? Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Turm da vorne. Dann haben wir nämlich wieder ein weiteres großes Kartengebiet aufgedeckt. Währenddessen nutze ich mal den Sprintglitch hier ein bisschen, falls euch wundert, wie der geht. Ihr haltet einfach den Pferdpfeifen-Knopf, also Steuerkreuz nach unten gedrückt und spammt dann immer B. Ne? Also ihr drückt es einfach die ganze Zeit ganz schnell, dann könnt ihr sprinten, ohne Ausdauer zu verbrauchen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Dadurch kann man dann auch große Distanzen ganz, 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 ganz easy überwinden, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Das ist das Gute dran. So, da ist der Turm. Aber auch der wird wahrscheinlich nicht einfach so unbewacht sein. Oder doch? Uff! Was ist hier los? Und da kommt so ein scheiß Exalforce. Den lasse ich aber erstmal in Land kommen. Wenn der im Wasser ist, kann ich gar nichts tun. Oh je. Oh je. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also das Problem ist, da sind drei Elektromagier. Und die Elektromagier, wenn die auf Wasser schleudern, ist das ganze Wasser elektrisiert und wir kommen hier safe nicht durch. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir das eventuell hinbekommen. Und zwar, wenn wir 4 Lagerfeuer erschaffen. Wobei die Frage ist, können wir überhaupt Lagerfeuer machen oder nur Kochstellen? Wenn wir 4 Lagerfeuer machen, dann sollte ein Aufwind entstehen. Ich weiß es nicht, wie das bei dem Mod ist, der dafür sorgt, dass das Lagerfeuer direkt zu Kochstellen werden. Wir schauen mal. Es entsteht ein Aufwind. Es entsteht einer. Das wollte ich nämlich. Oh, der reicht niemals im Leben. Okay, der reicht niemals im Leben. Es war eine gute Idee, aber ich habe jetzt einfach 4 für nichts verschwendet. Okay, dann machen wir das anders.
Ich darf eigentlich nicht ins Wasser kommen. Ich darf eigentlich nicht ins Wasser kommen, wenn mich so ein Elektromagier sieht. Ich probiere den mal zu headshotten. Okay, das juckt ihn gar nicht. Oder doch? Sehr schön. Die halten gar nicht so viel aus. Die halten gar nicht so viel aus. Mit ein paar guten Schüssen. Okay, wohin verzieht er sich? Da drüben hüpft er. Da hüpft er. Da hüpft er. Da hüpft er. Bruder. Das ist nicht gut. Aber er ist down. Er ist down. Er ist down. Droppt er irgendwas, was ich brauchen kann? Der hat einen Elektrostab gedroppt. Den nehme ich definitiv mit. Aber das Problem ist, jetzt hat mich dieser Exalfoss gesehen. Okay, jetzt ist die Kacke ein bisschen am Dampf, ne? Aber ich lasse mich davon jetzt einfach mal nicht beeindrucken, ne? Und mache jetzt einfach mal weiter, ganz unbeirrt. Wie gesagt, wir dürfen nur nicht ins Wasser kommen. Wenn wir uns einmal im Wasser haben und uns im Wasser mit ihren Elektro-Stuff beschießen, dann ist Feierabend. Wenn wir aber schön hier immer auf unseren Eistürmen bleiben und nicht so viel Ausdauer verbraten, ne? Dann müssten wir eigentlich in der Lage sein, da ganz gut durchzukommen. So, jetzt einmal kurz die Ausdauer aufladen. Der Dude ist aktuell noch zu dumm, um uns zu sehen. Zum Glück, ich will mich nicht mit denen anlegen. Ich finde Elementgegner allgemein, egal ob es Feuer, Eis oder Elektro ist, ich finde Elementgegner super gruselig. Vor denen habe ich einfach richtig Angst. Aber vor der schönen Assassin's Creed-Mucke nicht. Ich glaube, den schlimmsten Teil haben wir jetzt geschafft. Ich glaube kaum, dass uns jemand hier oben noch irgendwie angreift oder behelligt. Ich denke, wir sollten den Scary Part geschafft haben. Das ist wirklich mit eines der schwierigsten Dinge tatsächlich, sich mit unserer, ja, ich sag mal, Low-Ausrüstung, die ja wirklich noch nicht viel wert ist, immer auf diese übelst bewachten Türme hochzusneaken. Das ist immer super scary. Aber es scheint diesmal gut geklappt zu haben. Und gemeinsam mit der Assassin's Creed Musik fühlt sich das dann immer richtig, richtig belohnend an. Du kletterst hier hoch, lässt alle Gefahren hinter dir. Die epische Musik, leicht im Hintergrund zu hören mit diesem epischen Chor, sorgt dafür, dass der einsame Held diesen Turm hinaufklettert. Ich liebe es, Guys. Das ist so cool. Und hier kann ich auch wieder den Vorteil meiner Kletterausrüstung nutzen. Wenn ich hier diesen Hut anziehe, dann bin ich deutlich fixer im Klettern und kann dementsprechend mit gleicher Ausdauer mehr Strecke zurücklegen. Was einfach dafür sorgt, dass wir schneller hier hochkommen. So, und damit haben wir auch diesen Turm erfolgreich erklommen. Und füttern unseren Chica-Stein mit seinen Informationen. Hey, hier steht ja sogar jemand. Den kannte ich noch, den wusste ich gar nicht. Crazy, da steht einfach mal jemand, hab ihn gar nicht gesehen. Oh, wie der Turm dann immer leuchtet. Und diese Musik, die Geige, die Streicher, der Chor. Oh, so schön. So, so schön. So, da kommen die Daten auf unsere Chica-Platte. Und damit ist ein weiterer großer Kartenabschnitt aufgedeckt. Uff. Und soeben hat sich der Akku meiner Kamera verabschiedet. Einen Moment, Guys. Ich bin sofort wieder für euch da. Ich habe den Akku hier. Wir schauen trotzdem nur kurz, was hier abgeht. Ich rede noch kurz mit dem. Ihr müsst ganz kurz den schwarzen Screen ertragen. Ist ziemlich hoch. Wenn ich doch nur ein Vogelmann wäre. Puh. Wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen. Mit einer Frage auf eine Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Er muss noch ein bisschen weiter nach Norden, Bro. Also ich habe mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder runter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolkes. Und wie bist du hier hochgekommen? Naja, wie kommst du hier wieder runter, ist wohl die Frage. Ich fliege. Was? Du kannst fliegen? Wie ein Vogelmädchen? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, dass, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Es ist mehr Gleiten als Fliegen? Das macht nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelvolk-Herausforderung. Zeig mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich je nachdem, wie weit du gekommen bist.
Okay. Können wir mal machen, ne? Aber eine Sache noch. Da du eigentlich leitest, nicht fliegst, ist das ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen, damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. What? Okay. Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vogelvolk-Herausforderung. Schwing dich in die Lüfte. Okay. Ich muss irgendwie hohe Distanz überbrücken. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich am besten hinfliegen soll, um hohe Distanz zu überbrücken. Ich weiß auch gar nicht. Boah, schau dich mal den Regen auf dem Turm an. Oh mein Gott, wie geil das grafisch aussieht. Sofort auf 4K schalten, wenn ihr das könnt. Ich fliege einfach mal los. Ich habe keine großen Hoffnungen. Hier gibt es ja so richtig kranke Freaks, die da massive Weltrekorde mit irgendwelchen unmenschlichen Zeiten aufstellen. Ich werde einfach so weit fliegen, wie ich kann, bis meine Ausdauer einfach mal sagt, so, nee, muss los. Einfach um zu gucken, wie, ja, was die Belohnung hierfür ist. Ich weiß, die Kamera, Guys, die Kamera, I know. Aber wir landen jetzt sowieso gleich. Und bevor ich sterbe, mache ich noch den hier. So, amazing, das war's. Bist du glücklich? Das war nicht meine Quest. Also ich glaube nicht mal, dass das hier irgendwie relevant für die 100% ist. Aber damit man es mal gezeigt hat. Ja, auch sowas zu zeigen ist wichtig. Was ist passiert? Du sahst so selbstbewusst aus, aber bist nur 338 Meter geflogen. Das ist nichts für meine Nachforschung. Sorry, aber da gibt's nichts. Keine Belohnung. Ja, wow. Nein, halt's Maul. Ich fliege nicht nochmal. Das ist... Wer mich hier beleidigt? Nee. Da kenne ich keine Gnade. Okay. Boah, aber da ist diese epische Pilzgegend. Da gibt es ordentlich Stuff für uns zu tun. Und hier, dieses Gewitter ist nicht ohne Grund da. Hier gibt es auch noch was für uns zu tun. Dieses Gewitter wird da nämlich immer sein. Egal, was ihr tut. Und da vorne ist ein Schrein. Und da ist das Schloss Hyrule. Oh mein Gott. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich hol jetzt erstmal einen Akku. Puh, back again. So, und ich denke, es ist keine schlechte Sache, mal in Richtung dieses Schreins zu gehen. Obwohl, eigentlich führt mich meine Reise eher hier rüber, glaube ich. Und nicht hierhin. Aber früher oder später müssen wir hier auch hin. Aber wir sollten uns erstmal darum kümmern, so schleunigst wie möglich zu den Orni zu kommen. Deswegen sollte das nächste Ziel nach unserer Reise, denke ich, dieser Turm hier sein. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und oh, guck mal. Jetzt sehen wir auch den Titan hier fliegen. Episch, wie durch die Lüfte gleitet und mit seinem roten Auge uns im Blick hat. Fast schon so ein bisschen wie Sauron. Ja, aber da wir aktuell noch nicht viele Möglichkeiten haben, uns irgendwie schnell oder elegant fortzubewegen, außer das simple Spazieren, ne, denke ich, ja, machen wir gar keine großen Umschweife. Boah, es ist so episch, wie sich dieser Titan da vorne in die Lüfte erhebt und man ihn schon von Weitem sieht, weil er einfach so ein Riese ist. Das ist so epic. Aber wir kümmern uns tatsächlich, würde ich vorschlagen, direkt um diese Challenge. Wer im Land des Donners weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wenn vier Geister an ihre Plätze reisen, den Weg zur Prüfung sie dir weisen. Ja, hier gibt es nämlich, wie es die Nebenquest schon sagt, eine Prüfung im Sturm. Und der werden wir uns beim nächsten Mal stellen, wenn dieser Octorok sich endlich hier mal erhebt. So, wir sind hier mitten im Gewitter. Bedeutet, jegliche Form von metallischen Gegenständen, ne, wird vom Blitz getroffen, ne? Ja, und wir haben irgendwas Metallisches an uns. Ist das das Schwert? Ja, es ist die Klinge. Die müssen wir jetzt ablegen. Und ich werde auch mal was essen, weil diese Octoroks mir ganz schön böse zugesetzt haben. So, und mit den vier Geistern, die bei diesem Regen gemeint waren, geht es um vier Kugeln tatsächlich. Wir haben ja schon hier ein bisschen was leuchten sehen. Und die erste Kugel, Alter, wie die mir auf den Sack gehen, ne? Wie die mir übelst auf den Sack gehen. Verzieht euch. So. War's das? Oder macht hier noch einer Stress? Es macht noch einer Stress.
Und ich hab's euch schon mal gesagt, Octoroks zielen übelst gut. So, aber das sollte es jetzt hoffentlich gewesen sein. Okay. Wie komme ich da hoch? Ich weiß, es regnet. Dementsprechend lasse ich jetzt mal kurz hier meine Ausdauer aufladen. Dann müssen wir gucken, wie wir es irgendwie schaffen, da hochzuklettern. So. 3, 4, 5, 6. Zack. Jetzt sliden wir. Immer nach einem Sprung slidet man ein bisschen. Oh, jetzt hätte ich springen müssen. Oh, oh Gott. Es ist so schlimm. Das Ding ist, wir können hier auch nicht warten, bis es irgendwie besser Wetter wird oder so. Es regnet hier einfach immer. Zu jeder Zeit. Dementsprechend müssen wir hier relativ fix sein. So. Nämlich genauso. Und dann haben wir sie. Das Ding ist, das bringt uns noch nicht viel. Wir müssen die... Stopp. Wir müssen die hier oben auf dieses Plateau bringen. Und dafür werden wir sie mit dem Stasis-Modul festmachen. Und dann einfach nur so lange drauf eindreschen, bis diese Kugel bis da vorne fliegt. Das ist quasi wie ein riesiges Golfloch. Ich glaube, das müsste reichen. Yes! Und damit haben wir die schwierigste Kugel, glaube ich, schon mal in der Mitte. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Dann werden wir hier alle bunten Kugeln an ihre Plätze bringen, die Prüfung des Donners abschließen und damit dieses ewige Unwetter von diesem Ort verbannen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Breath of the Wild mit mir, dem Hübi. Haut rein!